Heute bei uns in der Sendung schauen wir natürlich auf das Regionalwetter der kommenden Tage. Einen Blitzer für morgen kann ich Ihnen melden und der Holzmarkt in Marienberg spielt auch eine Rolle. Es gibt also gleich zum Wochenstart eine Tüte voller Informationen und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Bleiben Sie dran, in wenigen Augenblicken geht es los. Bis gleich. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Hier ist Glück auf TV, hier ist Regional, die täglich aktuelle Sendung für die Kulturräume Mittelsachsen und Erzgebirge mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 4. September 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Am vergangenen Wochenende war wieder viel los. Neben dem großen Tag der Sachsen in Auebad Schlema gab es auch schöne regionale Festivitäten. So zum Beispiel hatte die Bergstadt Marienberg zum Holzmarkt geladen. Von Freitag ab gab es ein buntes Programm und es gab viel zu erfahren und zu bestaunen. Das alles, wie der Name schon sagt, rund um das Thema Holz. Jörg Zander, ein Highlight im Kulturkalender der Stadt Marienberg ist der Holzmarkt. Was hat es denn mit diesem Holzmarkt eigentlich so auf sich? Na, der Holzmarkt ist die Marienberger Kirmes. Die ist eigentlich hier sehr zeitig. Das ist immer der erste Sonntag im September. Da feiern wir quasi das Kirchweihfest. Und irgendwann hat sich dann mal der Holzmarkt hier mit dazu gehangen, muss man mal sagen. Ja. Und seitdem halt immer in den ungeraden Jahren haben wir den Holzmarkt mit zur Kirmes. Wie könnte man dann diesen Holzmarkt charakterisieren? Ja, es ist eigentlich ein Spezialmarkt, muss man mal sagen. Also es gibt von allem was. Es sind Holzkünstler da, man hat Kreativangebote, man kann einkaufen. Und es gibt viel Programm im Zelt und auf der Bühne und Mitmachangebote für Groß und Klein und natürlich eine ordentliche Gastronomie. Auf was sind Sie denn besonders stolz hier? Ja, ich freue mich immer drauf, wenn unsere Handwerker kommen, also was man vielleicht so im Hintergrund sieht und man hört es auch, na, dass im Prinzip die Kettensägenschnitzer kommen, dass Holzkünstler da sind immer. Na, das hat sich halt über die Jahre entwickelt. Man muss sie trotzdem immer ein bisschen locken, ein bisschen hätscheln, das ist in der Zeit jetzt ganz besonders wichtig. Aber sie kommen und wie gesagt, das Wetter gibt uns ja auch recht. Wie sind Sie denn mit der Resonanz zufrieden? Ja, wenn man sich umguckt, es ging eigentlich von heute, die ersten Neugierigen kommen mit dem Aufbau, die können ja was verpassen. Aber jetzt ist der Markt ist eigentlich sehr gut gefüllt. Und wir hoffen eigentlich, dass das bis morgen noch mal so bleibt. Wie stehen denn dann die Zeichen für einen weiteren Holzmarkt, für eine weitere Auflage? Also ich sage einfach mal, nach dem Holzmarkt ist vor dem Holzmarkt. Und wenn das alles so klappt finanziell und so weiter, wenn die Stadt auch weiter die Mittel zur Verfügung stellt, dann wird es sicherlich 25 eine Auflage geben. Thank you.
Der vergangene Donnerstag stellte für viele FC Erzgebirge Aue-Fans einen wichtigen Termin dar. Die lilafarbenen Fußballhelden von einst gaben sich auf dem Rasen die Ehre und zeigten recht eindrucksvoll, was sie noch immer auf dem Kasten haben. Die Kollegen von Kabeljournal Bayerfeld waren ganz dicht am Spielfeldrand dabei. Spiel der Legenden. Mehr als 1000 Zuschauer waren am Donnerstag ins Erzgebirgsstadion gekommen, um ein Spiel der Legenden zu sehen, ihrer Legenden. Denn auf den waren Kicker von FC Wismut Aue und dem FC Erzgebirge Aue eingelaufen. Der Anlass? Vor 20 Jahren war die damalige Mannschaft des FCE erstmals in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Daran wollte der Fußballverein erinnern. Vor allem aber auch an denjenigen, der heute als Wegbegleiter dafür gilt. Den damaligen Trainer Gerd Schädlich. Er war im Januar 2022 gestorben. Legendär die Aufforderung eines Pressevertreters, man wolle ihn doch einmal lächeln sehen. Und seine Antwort, dass man als Trainer dieser Mannschaft doch nicht viel zu lachen habe. Flachsig gemeint, huschte ihm damals doch ein Lächeln ins Gesicht. Das Hallo im Erzgebirgsstadion war groß, auch zwischen den Spielern, die sich teils Jahre nicht gesehen hatten. Und so spielte eine Traditionsmannschaft gegen die Aufsteiger von einst. Namen, die man lange nicht gehört hat. Thomas Kosch, Frank Berger, Ronny Young, Kwitscha Schubidice oder Udo Tautenhahn. Sie alle standen neben vielen weiteren auf dem Rasen. Das Ergebnis 7:7 unentschieden, zumindest offiziell. Kein Sieger, kein Geschlagener. Das klingt nach ausgiebiger Feier im Anschluss an das Spiel. Und 1046 Zuschauer feierten mit ihren Idolen und Legenden zum Anfassen, nach dem Spiel der Legenden. Für den Außenstehenden ist ein Wohnungsbrand schon ein Horrorszenario und für die Betroffenen selbst eine Vollkatastrophe. Binnen Minuten alles zu verlieren, stellt einen vor schier unlösbaren Problemen. Gut, wenn da Helfer in Aktion treten. Cindy Hebert weiß mehr über diesen tragischen Fall. Fassungslos steht sie vor ihrem Wohnhaus. Hier in der Maxim-Gurki-Straße 67 verlor Corina Reimann vor knapp 4 Wochen ihr gesamtes Hab und Gut. Bei einem verheerenden Wohnungsbrand gingen ihre Möbel, persönliche Sachen und Andenken in Flammen auf. Die Wohnung ist kaum wiederzuerkennen. Eine Nacht, die Familie und wohl auch die anderen Anwohner so schnell nicht vergessen werden. Ich habe bloß einen alten Knall gehört gehabt und dann irgendwann Feuerwehrmeister ging los. Ich dachte, es wäre irgendwo dort draußen. Da bin ich halt aufgeweckt, habe meinen Kleinen geweckt. Mein Freund war wach und dann haben wir drüben gesehen, das Haus, meine Wohnung, Mach sie noch weiter, ist gut. Erzähl weiter. Mein Sohn müsste geschwunden gewesen, mein Großer. Ich war unter Schock. Ich bin unten da zusammengebrochen. Also für meinen Freund, also der Große, hat alle rausgeklingelt gehabt. Sie kann noch immer kaum hinsehen oder darüber sprechen, ohne in Tränen auszubrechen. Die Erinnerungen an die Nacht lassen sie einfach nicht los. Was alles hätte passieren können? Ich weiß nicht, ich war in der Schock, ich konnte nicht klar denken. Ich habe bloß gedacht, dass mein Freund auch rauskommt, die Einwohner draußen sind. Dass niemand verletzt wird? Ja. Glücklicherweise konnten alle 17 Bewohner des Hauses und weitere Mieter des Nachbareingangs gerettet werden. 2 von ihnen mussten im Krankenhaus mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. 3 Wohnungen sind seither nicht mehr bewohnbar. Die Mieter im Hotel Greller untergebracht.
Gegen 1 Uhr nachts wurde die Feuerwehr am 5. August vom großen Sohn der Familie alarmiert. Mit vereinten Kräften versuchten sie auch die anderen Anwohner zu warnen. Mieter, die bislang nicht reagiert hatten, wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Nun steht die Familie vor dem Nichts. Etwas könnte ich retten von mir, aus meinen Papieren. Das, was noch zum Retten war. Aber das andere ist alles zunichte. Möbel, Gardinen, alles, kann man sagen, fast. Von der Gabel bis zum Fernsehen, Waschmaschine, alles. Alles abgebrannt. Alles abgebrannt. Küche ist auch nicht mehr gebrauchbar. Und auch den anderen Bewohnern des Mietshauses wird der Abend wohl noch eine ganze Weile in Erinnerung bleiben. Bis heute erinnern die Brandspuren an das Feuer. Um die Familie in dieser schweren Zeit unterstützen zu können, wurde ein Spendenaufruf über die sozialen Medien veröffentlicht. Bei mir persönlich ist es so gewesen, dass mein Chef und meine Arbeitskollegin mich gefragt haben. Die haben gesagt, Mensch, du hast eine große Seite, kannst du dann immer für die Leute einen Hilferuf machen? Und ich habe mir gedacht, hey, das sind Freiberger, das sind Menschen, denen ist ein großes Unglück passiert, die brauchen Hilfe. Es tut mir nie weh, da mal 10 Euro zu spenden und diesen Aufruf auf meiner Seite zu machen, zumal ich viele Abonnenten habe und es eine schöne Plattform ist. Ja, und dann opfer ich gerne meine Zeit. Und fragt nie danach, ob die vielleicht Schuld haben oder nicht, weil es kann einfach jedem passieren. Also ich würde mich freuen, wenn die Familie schnellstmöglich wieder eine Wohnung bekommt und das Nötigste hat, um wieder ein normales Leben zu führen. Das wäre mein großer Wunsch. Ob das nur jetzt Sachspenden sind oder Geldspenden, ob das bei der Familie aufs Konto kommt oder über meine Seite läuft, das ist völlig egal. Hier zählt jeder Euro, jeder Kochlöffel, alles. Also ich würde mich freuen, weil wie gesagt, das kann jedem passieren. Auch mir kann das passieren, dass ich irgendwas falsch anstecke, einen Herd vergesse auszumachen und dann habe ich ein großes Theater, ein großes Unglück und dann bin ich genauso froh, wenn mir jemand hilft. Wer die Familie ebenfalls unterstützen möchte, kann sich gern an Herrn Martinez oder direkt an die Familie wenden. Benötigt werden neben Geld vor allem auch Sachspenden. Was genau fehlt, kann bei der Familie erfragt werden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 0174 1056749. 50 36 16-5 ist die Betriebsnummer einer schnaufenden älteren Dame. Die hat eine umfassende Untersuchung hinter sich gebracht und kann nun wieder ihrer Arbeit nachgehen. Nein, liebe Zuschauer, es handelt sich nicht um einen Menschen, sondern um eine Dampflok. Näheres dazu wissen die Kollegen von Kabeljournal. Lange musste der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde auf seine eigene Lokomotive 503616 verzichten. Eine vorgeschriebene Hauptuntersuchung war notwendig. Die Arbeiten im Dampflokwerk Meiningen konnten in diesen Tagen abgeschlossen werden. Den Vereinsmitgliedern sowie allen Fans steht am 23. und 24. September endlich das vereinseigene Zugpferd auch für die Züge der Erzgebirgischen Aussichtsbahn wieder zur Verfügung. Ganz in diesem Sinne verknüpft der mit dem Dampfrost bespannte VSE-Museumszug mit Volldampf in die Zukunft die Bahnhöfe entlang der Strecke. Ab Schwarzenberg beginnt die Reise jeweils um 9.10 Uhr und 14.10 Uhr. In Annaberg-Buchholz unterer Bahnhof fahren die Züge jeweils um 11.10 Uhr und 16.10 Uhr ab. Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten bestehen an allen Unterwegsbahnhöfen. Am Bahnhof in Schlettau lockt das kleine Museumsfest mit einem bunten Programm für die ganze Familie und einem erweiterten Imbissangebot. In Schwarzenberg kann am Wochenende die Fahrt mit der EAB ideal mit einem Besuch im Depot Bahnhof Nummer 4 und im Eisenbahnmuseum kombiniert werden. Die Gäste können dann nicht nur die herrlichen Ausblicke genießen, sondern bekommen auch einen Einblick in die Zukunft der Eisenbahn. Autonomes, also führerloses Fahren oder batteriebetriebene Züge. Dies und noch viel mehr wird zwischen Annaberg und Schwarzenberg innerhalb des Projektes Smart Rail Connectivity Campus erforscht. Im Rahmen von Vorträgen an beiden Tagen, jeweils 10.50 Uhr und 15.50 Uhr im Smart Rail Connectivity Campus im unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz, können Fahrgäste mehr darüber erfahren. In den Zügen der EAB hat das Deutschland-Ticket keine Gültigkeit. Es sind Sonderfahrten. Fahrkarten und Informationen zum Fahrt-
Programm über die Internetseite www.erzgebirgische-aussichtsbahn.de oder die dort benannten Verkaufsstellen. Die Erzgebirgische Aussichtsbahn ist ein gemeinsames touristisches Angebot der Anliegerkommunen, des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V., der DB Regionetz Erzgebirgsbahn sowie des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde e.V. Letztmalig in diesem Jahr geht die EAB dann am 28. und 29. Dezember zu den traditionellen und sehr beliebten Lichtelfahrten auf die Reise. Der moderne Triebwagen der DB Erzgebirgsbahn mit seinen großen Fenstern bietet dann beste Aussichten auf das im Lichterglanz erstrahlende Weihnachtsland. Volldampf geht es nun rein in unseren Service-Blog. Mit dabei ist das Regionalwetter für die kommenden Tage. Wir schauen in die Polizeiberichte und einen Flitzer-Blitzer-Tipp für morgen habe ich noch für Sie. Die Polizei kontrolliert morgen die Geschwindigkeiten, unter anderem in Thermalbad Wiesenbad, Ortsteil Wiesa-Talstraße. Ja, und die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen erwarten Sie wieder an den üblichen und bekannten Stellen. Achten Sie einfach auf einen bronzefarbenen Vito und oder dunkelgrauen bzw. hellgrauen Caddy am Fahrbahnrand. Das heißt, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart bekanntlich eine Menge Geld und schont vor allem die Nerven. Und damit geht es rein in die Polizeiberichte. Thermalbad Wiesenbad, Fahrweise fiel auf. Ein Zeuge befuhr am 2. September 20.45 Uhr die B101 aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend. Dabei wurde er auf einen vor ihm fahrenden Pkw Skoda aufmerksam, welcher in Schlangenlinien unterwegs war und mehrmals den Bordstein touchierte. Er informierte daraufhin die Polizei und folgte dem Skoda, welcher letztlich in die Straße des Friedens abbog und dort parkte. Der Fahrer stieg aus und verschwand. Die eingesetzten Polizisten konnten den Mann, einen 53-Jährigen, kurz darauf in der Nähe stellen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. An dem Skoda entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Flöha, abgekommen und verunfallt. Ein Pkw Skoda befuhr am Samstagabend, 2. September, 21.15 Uhr die Dresdner Straße B173 in Richtung Freiberg. Kurz vor dem Abzweig Fabrikweg kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und fuhr letztlich einen Abhang herunter, wo er an einem Baum zum Stehen kam. Der 78-jährige Fahrer sowie seine 76-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B173 voll gesperrt. Das Hochdruckgebiet Olenka hat über Zentraleuropa festgemacht und beschert uns auch in den kommenden Tagen spätsommerliches Wetter. Auch wenn es in den Morgenstunden vieler Orten frühneblig ist, so werden die Nebelfelder von der Sonne recht rasch weggeheizt. Ja, und der grobe Ausblick verspricht eine tolle sonnige Woche. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkenlos und klar und wir bekommen einen super Blick auf die Sterne und den abnehmenden Mond. Logischerweise ist mit Regen nicht zu rechnen. Klar, wo sollte der auch herkommen? Das Niederschlagsrisiko zeigt das auch mit einer dicken Null recht deutlich an. Trotzdem fühlt es sich feucht an, denn die Luftfeuchtigkeit, die sich über den Tag entwickelt, schlägt sich bei den frischen Nachttemperaturen nieder. Ja, und weil wir gerade von Temperaturen reden, liebe Zuschauer, die sehen in den kommenden Stunden wie folgt aus. In Oberwiesenthal zeigen die Thermometer zwischen 11 und 13 Grad an und rund um Freiberg übernachtet das Quecksilber bei 12 bis 14 Grad. Der Wind weht dabei schwach mit um die 6 Kilometer pro Stunde. In den Kammlagen auch mal mit stürmischen Böen mit bis zu 58 Kilometer pro Stunde aus südlicher Richtung.
Auch morgen am Dienstag bestimmt das Hoch Olenka weiter unser Wetter. Der Tag beginnt schon mit einem wolkenlosen Himmel und die Sonne hat ab 6.25 Uhr das Zepter in der Hand. Im weiteren Tagesverlauf gibt es keine Änderungen. Wolkenlos sind der Vormittag, der Nachmittag und der Abend. Und klar geht's dann in die Nacht hinein. Regen ist logischerweise gleich null und die Sonne rechnet am Ende des Tages ein Full House mit bis zu 13 Arbeitsstunden ab. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Temperaturen und die sehen wie folgt aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die tieferen Regionen unseres Sendegebietes bekommen über den gesamten Tag zwischen 13 und 23 Grad. Oben auf dem Erzgebirgskamm steht in den Anzeigen der Thermometer über den Tag zwischen 12 und maximal 19 Grad. Der Wind bläst dort weiter in stürmischen Böen mit bis zu 53 Kilometer pro Stunde und sonst nur schwach mit um die 9 Kilometer pro Stunde und das Ganze aus Südosten. Ja, und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist folglich richtig, genau, der Mittwoch. Auch am Mittwoch setzt sich das spätsommerliche Wetter weiter fort. Der Himmel kommt wolkenlos daher und die Sonne bleibt weiter am Drücker und es bleibt trocken und mit 11 bis 24 Grad auch weiter schön warm. Der Wind weht dabei nur leicht aus Südosten. Der Donnerstag schließt hier, wenn man so will, nahtlos an. Die Sonne spielt weiter die Hauptrolle im Wettertheater und die Bühne, also der Himmel, ist dabei Reisekatalog blau. Auch mit 11 bis 24 Grad bleiben die Temperaturen auf einem für den Herbst angenehmen Niveau. Der Wind weht auch weiter leicht aus Südosten. Wie das dann im weiteren Wochenverlauf aussieht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim, klar, Ausblick. Das war's nämlich schon für heute hier vom Regionalwetter. Und das war's dann auch schon vom Montagsmegional, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.